Ein Grund zum Feiern für die Bayerische Landeszentrale für neue Medien. 10 Jahre Kommission für Jugendmedienschutz. Der KJM-Vorsitzende und BLM-Präsident Siegfried Schneider lud zum Festakt ins Münchner Prinz-Karl-Palais. Motto der Jubiläumsfeier: Verantwortung wahrnehmen, Aufsicht gestalten. Schneider erinnerte an den Start der Kommission. Ganz entscheidend war der Aufbau einer neuen Struktur, dass man Fernsehen und Internet unter eine Regulierung gegeben hat, dass man nicht nur die Landesmedienanstalten, sondern auch Vertreter von Bund und Land mit integriert haben. Diese Vielfalt, denke ich, ist auch der Erfolgsgarant gewesen. Wir spüren aber jetzt auch, dass wir viel stärker uns gerade um Internet bemühen müssen. Das sind die großen Herausforderungen für die Zukunft. In 3 Diskussionsrunden mit wechselnden Teilnehmern wurde auf die vergangenen 10 Jahre zurückgeblickt, über die aktuelle Situation diskutiert und ein Ausblick in die Zukunft gewagt. Für den früheren BLM-Präsidenten Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring steht fest, die KJM hat bisher gute Arbeit geleistet. Ich glaube, es ist ein Erfolgsmodell. Es ist der erste Versuch in der Aufsicht, Internet und Fernsehen miteinander zu verknüpfen in einer sehr heterogenen Kommission. Und diese Aufgabe ist in den 10 Jahren voll gelungen. Aber, und das war eines der beherrschenden Themen des Abends, der Jugendmedienschutz steht vor großen Herausforderungen. Ich bin schon ziemlich besorgt angesichts der Medienentwicklungen, wie Kinder, Eltern, Familien mit den großen Herausforderungen umgehen sollen, die ihnen gerade durchs Internet im Moment einfach ja, aufs Auge gedrückt werden, muss man mal einfach so sagen. Da hat fast niemand mehr einen Überblick und ich denke, dass doch viele Kinder mit Inhalten konfrontiert werden im Internet, die für sie nicht geeignet sind und die ihnen Angst machen, die sie erschrecken und mit denen sie einfach nicht umgehen können. Dazu gehören unter anderem Extremismus, Gewalt oder Suizidforen. Und dabei waren die Aufgaben schon in der Vergangenheit nicht immer einfach, wie sich Prof. Dr. Ring erinnert. Ich erinnere mich an eine Anhörung, da sprangen Vertreter auf, schrien uns an und haben mit dem Grundgesetz unterm Arm oder in der Hand gewunken, haben Gutachten vorgelegt, haben gesagt, sie verbitten sich eine Regelung, die darauf hinausläuft, dass Kinder und Jugendliche Pornografie nicht mehr sehen dürfen. Das gehört zu den Freiheitsrechten in Deutschland, dass Kinder Pornografie sehen dürfen. Und das war helle Empörung damals und wir haben auf das geltende Recht verwiesen und wir haben es dann auch durchgesetzt. Seit ihrer Gründung hat sich die KJM mit mehr als 5000 Prüffällen beschäftigt. Jetzt, nach 10 Jahren, läutete die Jubiläumsfeier im Prinz-Karl-Palais das Ende einer Ära ein. Denn ab 1. September wird die Kommission für Jugendmedienschutz in der gemeinsamen Geschäftsstelle in Berlin eine neue Heimat finden. Die Aufgaben bleiben die gleichen. Verantwortung wahrnehmen, Aufsicht gestalten. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.